Jo Leute, heute stelle ich euch 5 Übergangsjacken vor, die ihr super im Frühling tragen könnt. Wie immer verlinke ich euch die passenden Produkte unten in der Infobox, sofern die noch available sind. Falls nicht, habe ich euch andere Alternativen dazu rausgesucht. Starten wir mit Jacke Nummer 1 und zwar diese hier. Das ist ein Trenchcoat und zwar ein kurzer Trenchcoat. Ja Leute, Trenchcoats gibt es auch in kurz, sehen cool, lässig und gleichzeitig auch noch ein Stück weit elegant aus. Weiter geht's mit dem Jacket. Was zur Hölle ist denn ein Jacket? Das ist ein Remix aus Shirt und Jacket. Heißt auf Deutsch gesagt eine Hemdjacke, auf Englisch Jacket. Finde ich eine richtig coole Option, so eine Hemdjacke für den Frühling. Diese hier zum Beispiel in Grau und so einem Wollmix. Einfach ein bisschen Oversize geschnitten. Wirkt einfach cool und lässig und ist echt eine gute Option für den Frühling. Jackets gibt es natürlich nicht nur in Oversize und cool, sondern auch ein Stück weit eleganter und taillierter, wie du zum Beispiel an diesem Beispiel jetzt hier erkennen kannst. Einfach ein feinerer Stoff, ein feines Muster dabei. Charakteristisch aber immer für so ein Jacket sind diese aufgesetzten Taschen. Weiter geht's mit der nächsten Option für den Übergang und zwar mit einer Weste. Eine Weste ist jetzt zwar keine Jacke, aber ich habe es jetzt einfach mal trotzdem hier mit reingenommen, weil es eine super Option ist für den Übergang. Ob du eine Weste zum Beispiel mit einem T-Shirt stylst oder mit einem Hoodie oder mit einem Pullover, ganz egal. Eine Weste kannst du immer gut rüberziehen und die hält dich dann auch direkt ein Stück weit wärmer. Westen gibt es in verschiedenen Farben, schaut euch einfach mal um. Auf jeden Fall eine richtig gute Option für den Übergang. Im Frühling, gerade auch im April, ja, der macht ja bekanntlich, was er will. Da regnet es manchmal auch und da windet es manchmal auch. Und von daher ist auch ein Windbreaker für den Frühling eine richtig gute Option. Dieser Windbreaker hier von The North Face finde ich eine richtig coole Option. Hinten auch nochmal mit dem Muster drin. Sieht richtig nice aus, wie ich finde. Aber auch hier gibt es viele verschiedene Variationen und Farben. Schaut einfach mal in die Infobox rein oder stöbert einfach mal die bekannten Online-Shops durch. Und hier nochmal alle Übergangsjacken im Überblick. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Inspiration geben zum Thema Übergangsjacken. Ich wünsche euch einen wundervollen Übergang zum Frühling und später dann auch zum Sommer. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.